Ja, für die Städte stellt sich die Herausforderung, dass es zunehmend einen Klimawandel geben wird. Die Wetterverhältnisse verändern sich sehr stark. Dann kommt eine Zunahme der Weltbevölkerung hinzu. Die Energienachfrage nimmt zu, auch die Nachfrage nach Mobilität. Und all das müssen die Städte der Zukunft können, eine nachhaltige Energieversorgung sicherstellen und auch eine Lebensqualität, die sichergestellt werden muss. Ich engagiere mich für den Wettbewerb, weil ich es hervorragend finde, immer wieder zu sehen, Jahr für Jahr, welche tolle Beiträge es gibt, wie die Menschen sich im Land engagieren, wo es Initiativen gibt, eben ganz tolle Ideen, und das finde ich herausragend, und deswegen bin ich gern dabei und beobachte sozusagen, was es alles gibt in diesem Land, und freue mich darüber.